Nein, es gab im Grunde genommen keine Alternative. Du konntest dich im Grunde genommen nicht entziehen. Was hätte ich machen sollen? Bausoldat, okay, das war auch eine Form von Anpassung. Gefängnis war keine. Flucht wäre eine gewesen. Ne? Nach Westdeutschland gehen, aber so weit war ich damals in keiner Weise. Haben Sie also nie darüber nachgedacht, über eine Flucht? Keine, die, wo ich sozusagen über die Mauer geflohen wäre. Das nicht. Manchmal habe ich darüber nachgedacht, vielleicht über den Ostblock. Aber auch das war mir zu sehr Abenteuer, wenn Ausreiseantrag. Aber das kam für mich nicht in Frage. Da hatte ich Gewissensbisse, was das betrifft. Ich hatte immer das Gefühl, du bist hier hingestellt. Du kannst nichts dafür, aber da bist du groß geworden und versuchst die Situation zu meistern. Und ich hatte, auch wenn ich keine Lösung dafür hatte, ich bin immer davon ausgegangen, dass es eine Lösung gibt. Das hing auch, und das ist wieder sehr protestantisch, mit Bonhoeffer zusammen. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Das ist ja ein Theologe, ne? Ein Theologe, der zur bekennenden Kirche gehörte, der sehr aufrecht gelebt hat und der eine große Rolle gespielt hat in der DDR. Der rausgeholt wurde nach Amerika, auf dem Schiff sich überlegt hat, dass das eine Flucht ist und dass er nicht weg darf. Und das war meine eigene Haltung. Ich darf eigentlich nicht weg. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich den Schnitt zu diesen Verhältnissen gemacht hatte. Den habe ich eigentlich erst 89 gemacht. Aber da waren es dann andere Beweggründe, die mich davon abgehalten haben, im Westen zu bleiben.